Geht das? Komme ich hier rauf? Ja! Ja, Baby. Ach, das ist eine Höhle, okay. Alter, sieht das schön aus hier. Hui! Ja, und nun? Jetzt bin ich wieder hier bei den Idioten gelandet. Nein! Ach, Menno. Da musst du ja Hölle aufpassen, dass du den richtigen Weg findest, ne? Okay. So, ist ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Wow. Kriegst ein bisschen Bammel hier. Ein zerrissenes Stück Papier und ein paar Fährtenleserstiefel. Schnell lesen wir. Und dann sagte der alte Druide, wenn du wirklich auf der Suche nach Weisheit und Wissen bist, dann nimm dein wertvollstes Eigentum und leg es in eine Truhe. Segle nach Undvik, steig auf den Berg dort und geh auf dem Bergrücken entlang. Verbeuge dich vor jedem der vier Winde, empfehle dich den Göttern und wirf die Truhe ins Meer. Holwag tat, wie der Druide ihm geheißen hatte, und kehrte danach zum heiligen Hain zurück. »Ich habe die Truhe ins Meer geworfen«, sagte er, »aber ich fühle mich kein bisschen weiser.« Der Druide erwiderte, »weil es auf dem Weg zur Weisheit keine Abkürzung gibt. Weder Gebete noch Opfer, noch die Worte weiser Männer vermögen dir Weisheit zu geben. Das ist deine Lektion.« Als er das hörte, überkam Holwag ein solcher Zorn, dass er den Druiden auf der Stelle mit bloßen Händen erwürgte und seinen Kopf vor seinem Haus auf einen Spieß steckte, damit ein jeder wusste, dass er vielleicht nicht weise war, aber sich auch von niemandem zum Narren halten ließ. Dann verfolgen wir mal die Quest. Aber vorher gucken wir nochmal hier vorbei. Okay. Wie weit ist denn das? In der Mitte des Sees, alles klar. Und dann wieder zurück Richtung Höhle. Dort lächelt mich eine Truhe an. Nicht Donner wollte ich nicht. Nein, ich wollte den haben. Und? Und? Blöd-Ed! Handschuhe, Langschwert, Lederbände, Schweinehaut und Fluren. So. Und eine Erscheinung. So, Fräulein Erscheinung, Sie bekommen etwas Geisteröl von mir. Da, überlegenes Geisteröl. Wir schnappen uns einmal Irden. Na komm.
Na also. Geisterstaub. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sowas können wir nur brauchen. Da ist noch irgendwas. Noch was Erscheinendes. Oh, kein Schwertwal mehr. Kein Schwertwal. Schnell ein Stündchen meditieren. Wow! Da. Nicht gut. Nein, gar nicht gut. Was ist los hier? Ah, falsches Schwert, kein Wunder. Falsches Schwert, falsches Schwert. Henkerstiefel. So, dort war die Hölle. Liebchen. Chalmers Mann. Er ist auf der Flucht verblutet. Wow. Was mag seinen Leuten passiert sein? Kampfspuren. Der Riese hat sie gejagt. Ja, alles klar. Also der Riese hat die Leute gejagt und sie dem Bootsbauer zum Essen gegeben. Wow. Das ist schon ganz schön ekelig, ne? Da lang. Der Riese wollte rein, hat dann anscheinend aufgegeben. Was finden wir denn hier Interessantes? Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Wow. Vorsicht! In die Suppe rein! Ein Eistroll, da ist der Eistroll, okay. Was brauche ich nochmal beim Eistroll? Quen war das? Verbesserten Donner. Aua! Und was mache ich beim Troll? Ich habe wieder vergessen. Okroidenöl. Okay, Okroidenöl. Okroidenöl, 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 Okroidenöl. Da haben wir es dann. So, es ist ein Eistroll. Der mag kein. Na, 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 na. Das tut mir doch weh, wenn du sowas machst.
So. Ja. Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. Ui. Was hast du denn schönes? Ein Monsterherz, ein Wolfsfell, ein Kristall und eine Genius Essenz. So. Dann durchsuchen wir die mal. Erstklassige Schmiedewerkzeuge. Ja! Schmiedewerkzeug. Aber verziehen? Das muss das Werkzeug sein, das Joanna gemeint hat. Bring die Werkzeuge zu Fergus. Sehr cool. Okay, okay, okay. Abgeschlossen. Als wenn die hier noch die Hütten abschließen, ne? Guck mal diese windschiefen Dinger an. Ui. Moment. Was ist hier passiert? Die Speisekammer des Riesen. Ein Schlachthof. Er hat einige Männer angeheuert, aber von Chalmar fehlt jede Spur. Ups. Was sind denn Verschlinger bitte schon wieder für welche? Gehören die hier zu den Okroiden? Gehören sie nicht. Relikte auch nicht. Vampire auch nicht. Verfluchte Wesen. Konstrukte. Auch nicht. Was sind denn Verschlinger? Wo gehören die denn zu? Wozu gehören Verschlinger? Ich würde sie zu den Nekrophagen eintüten. Ich würde mal mit Nekrophagenöl versuchen. Nee, nicht das Vampiröl. Wo war denn das? Das hier? Verbessertes Nekrophagenöl. Richtig, okay. Zeig mir die Vorratskammer, dann zeig ich dir die Mäuse. Ja, Geralt, der ist schon... Oh, Leichenfresserblut, das braucht die für irgendwas, ne? Der Geralt ist schon ein bisschen zynisch und sarkastisch, ne? Ich mag ihn, ich mag ihn. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Gucken wir mal, ob wir diesen Riesen nicht finden. So, schön die Hexersinne aktiv. Dann kriegt man vielleicht ein bisschen mehr mit, ja. Da unten ist er lang gelaufen, okay.
Und jetzt? Aua, aua, aua. Das tut mir doch auch weh. Habe ich schon erwähnt, dass der Hexer ganz schön klebrige Finger hat? So, das sind die Spuren des Riesen. Und jetzt? So, gute Nacht, sagt der LaForge. LaForge. Auch dir eine angenehme Nachtruhe. Danke, dass du da warst, Mann. Komm gut zum Liegen. Komm morgen schön durch den Tag. Und komm gerne wieder vorbei. Herzlich willkommen zurück. Jetzt sind die Spuren weg von dem Riesen, oder was? Alles klar. Warum ist hier ein Feuer? Wofür ist hier ein Feuer? Da fliegen wieder Sirenen. Da. Da geht's weiter. Ihr wisst ja, das Problem mit dem... mit dem Geralt ist ja, dass der sich gerne wehtut und sich Knöchel verstaucht, der sofort tödlich endet bei ihm. Sobald er von einem Wortstein hüpft. Wo ansonsten sich mit riesengroßen Kollegen anlegt. So, die Zehen zeigen in diese Richtung. Da ist er lang gelaufen. Berg hoch, okay. Berg wieder runter, okay. Ach, okay, dann bin ich von der falschen Seite hinterher. Ist da reingelaufen. Genau. Zehen zeigen in diese Richtung. Ja, wie komme ich da jetzt rauf? Kann ich das hier? Komm ich hier rauf? Kommst du mal? Kommst du mal? Kommst du mal? Aha. Ich
Ich höre dich. Nein, 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 nicht runterrutschen. Oh, Alter. Nein, hör auf, hör auf. Was ist das? Ach, Geralt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ich weiß es nicht im Geringsten. Nein, Geralt, nein. Das ist pfui. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß es nicht. Ich höre hier ständig was, aber bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig oder nicht? Der Berg ruft. Alter, einmal kurz diese Aussicht bitte. Ist das nicht eine traumhafte Aussicht? Mal ganz ehrlich, sieht das nicht einfach phänomenal aus hier? Hier irgendwo wird auch der Riese rumgammeln.